Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Videocast der IGM. Mein Name ist Stefan Kühn, ich bin Präsident der IGM und unser heutiges Thema ist das Thema Mediapuls. Ich begrüße recht herzlich Tanja Hackenbruch, die CEO der Mediapuls. Hallo Tanja. Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich. Mit der IGM sind wir ja in regem Austausch mit der Mediapuls. Es läuft viel im Moment, aktuelle Projekte wie Online-Forschung, wie das Hi-Res-TV-Integration von Setup-Boxen, der Swisscom etc. Kannst du uns mal einen Überblick geben, auf welche Maßnahmen du bei Mediapuls fokussierst und wie das Ganze zusammenspielt? Sehr gerne. Wichtig neben den besonderen Maßnahmen, die ich jetzt erwähnen möchte, ist eben auch immer unser Running Business. Das muss hier nochmal gesagt sein. Also das tägliche Geschäft unserer standardisierten Datenlieferung, das ist immer im Fokus. Ansonsten haben wir 5 zentrale Arbeitsfelder. So kann man das zusammenfassen. Das erste ist eine Optimierung der internen Ressourcen und Prozesse. Das ist sehr wichtig, weil die Mediapuls befindet sich jetzt in einer Wachstumsphase. Wir haben keine Seitwärtsbewegung mehr dieser Firma und da müssen wir uns auch intern besser aufstellen, damit wir diesen Herausforderungen begegnen können. Ebenfalls zu dieser internen Optimierung gehört es, dass wir eine vollständig neue Datenarchitektur und Dateninfrastruktur aufsetzen, damit wir eben für das Datenmanagement, das Datenclearing und die neuen Datenreleases, die eine künftige Anforderung sein werden, vorbereitet sind. Das war der erste Block, diese internen Themen. Dann zweitens die Themen der Fernsehforschung, die sind extern relativ gut bekannt. Du hast sie auch schon genannt. Das ist erstens, dass wir auch die TV-Nutzung online erfassen möchten. Zweitens, dass wir unsere bisherige TV-Forschung granularer machen möchten. Das ist die Integration der Set-Top-Boxen, die du genannt hast. Und drittens, dass wir auch die Messung der entkoppelten Werbung, der sogenannten Replay-Ads, die ja ab 2022 verfügbar sein sollen, dass wir auch diese messen wollen. Dann der dritte Themenkomplex, das ist etwas ganz anderes, das ist die Online-Forschung, die wir auch neu anbieten dürfen. Dazu haben wir nun im Moment unser TV-Panel in ein Media-Panel bereits umgebaut und sind jetzt daran, es noch mit Non-TV-Haushalten eben für diese Online-Forschung zu ergänzen. Viertens arbeiten wir an der Weiterentwicklung der Radioforschung. Da geht es vor allem darum, das bestehende System kosteneffizienter zu gestalten und auch dem Markt noch neue, weitere Informationen, die er sich wünscht, zur Verfügung zu stellen. Und das fünfte Arbeitsfeld, das ist die crossmediale Währung, bei der dann eigentlich alles zusammenkommt. Und da starten wir mit der Verschränkung von TV und online. Hier möchte ich gerne einhängen. Cross-Media ist natürlich ein Wunsch von uns allen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder anders gefragt, wie definiert ihr denn überhaupt Konvergenz? Ja, für uns bedeutet es, Konvergenz zu schaffen, dass alles bei einem Menschen zusammenläuft. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, alles wird an einem Menschen gemessen. Und dabei setzen wir auf die international bekannten Metriken wie Reichweite, also Reach, wie viele Menschen nutzen etwas, dann Frequenz, Frequency, wie viele Male tun sie das und dann Dauer und Duration, das ist bei uns sehr, sehr wichtig, weil es eben ein wichtiges Maß ist, auch für die Qualität eines Nutzungsaktes. Da geht es um die Frage, wie lange wird etwas genutzt. Wichtig ist, dass wir bei all diesen Metriken möglichst auf dieselbe Art und Weise messen und ausweisen wollen. Wann können wir mit so einer Cross-Media-Währung rechnen? Das ist ein bisschen eine tricky Frage, die du mir stellst. Ich kann sie jetzt vom technischen und methodischen her sehr gut beantworten. Wir werden 2023 dazu
bereit sein. Aber diesen Schritt machen wir, wie es immer ist bei so einer Währungsforschungsorganisation, den müssen wir mit unserem Markt zusammen machen. Wir wollen den Markt einbinden. Auch der Markt muss bereit sein für das. Und deshalb möchte ich jetzt hier noch kein konkretes Datum für diese Einführung nennen. Denken wir da nur an die Schweiz oder wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Ja, verglichen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, und ich spreche jetzt vor allem von Europa, den umliegenden Ländern, UK und auch den Nordics, da stehen wir in unserer Beurteilung und eigentlich auch in derer, sind wir bestimmt einen Schritt voraus. Wir tauschen uns sehr häufig mit diesen Kollegen aus und wir stellen fest, alle arbeiten in dieselbe Richtung, aber die meisten sind eher noch in konzeptionellen und eben vor allem auch in politischen Diskussionen. Die gibt es bei uns ein bisschen weniger aufgrund der Konstellation, dass die Mediapuls nun eben auch die Online-Forschung macht. Und daher sind wir in der Umsetzung auf alle Fälle am weitesten vorangeschritten. Ich frage deshalb, weil man liest viel von einer internationalen Initiative, den Advertiser North Star des Internationalen Werbeauftraggeberverbandes WFA. Übernehmt ihr das für die Schweiz oder machen wir das zweimal oder wie sieht das aus? Also zweimal machen wir sicher nicht, das wäre gar nicht unsere Art. Und zur anderen Frage, übernehmen wir das, muss ich jetzt fast antworten mit Jein, denn diese WFA-Initiative, die ist sehr wichtig und ist eben für uns, würde ich sagen, vielleicht fast eher ein Briefing oder ein Orientierungspunkt oder eine Bestätigung, dass wir eben auch in die richtige Richtung gehen. Man kann sagen, unser Projekt und WFA ist eigentlich unabhängig voneinander parallel entstanden. Was man klar sagen muss, dass das North Star Projekt der WFA, das besteht im Moment vor allem auf dem Papier. Das ist eine konzeptionelle Arbeit, die da geleistet wurde. Und aus meiner Sicht ist eben dann die große Herausforderung bei solchen Forschungsprojekten, wie setzt man das Konzept konkret in die Praxis um, weil es geht ja da um bestehende Märkte und bestehende Prozesse. Es sind Menschen, die eingebunden, bemessen werden müssen. Und das sind große Hürden, die im WFA-Papier noch nicht angedacht sind. Und da sind wir sicher schon sehr viel weiter. Wie ich gesagt habe, 2023 können wir schon bereit sein mit diesem ersten Schritt in die Konvergenz. Die WFA hat sich zum Ziel gesetzt, im UK quasi so einen Blueprint aufzusetzen. Und wie ich es von dort höre, haben sie da viele ungelöste Herausforderungen. Eben zum Beispiel, wie bindet man dann das TV-Panel ein, das ja eher der Barb gehört? Oder wie erschließt man RPD-Daten, TV-Distributoren? Und da sind wir deutlich weiter. Inhaltlich sind wir aber sehr, sehr nahe beieinander, die WFA und was wir machen. Sehr schön zu hören, dass wir für einmal schneller sind. Wir sind uns also in der Schweiz nicht so gewohnt. Kompliment. Aber ist das nicht gefährlich, wenn es einen internationalen Ansatz gibt und wir machen kleine Züglein Schweiz, ist der WFA-Ansatz dann nicht zukunftsträchtiger und wir werden da doch dann irgendwann switchen müssen? Ich würde das jetzt so nicht sagen, wie du vorhin so nett gesagt hast, wir sind in der Schweiz mal selber, dann sage ich jetzt auch schneller, sage ich jetzt auch mal etwas typisch Unschweizerisches. Wir haben hier auch das Selbstvertrauen, dass wir eben nicht auf ein unscheinbares Zügli setzen, sondern dass wir eben im Kern so nahe bei WFA liegen, dass je nach Lesart könnte man sogar sagen, wir machen eine schlaue lokale Adaption des WFA-Konzeptes. Ganz wichtig ist, dass die WFA und auch wir im Kern auf ein Panel setzt. Man spricht da immer sehr gerne von der Single Source of Truth. Und nur mit so einem Panel kann man eben schlussendlich garantieren, dass Menschen gemessen werden. Da sind wir ganz, ganz nah beieinander und das ist im Moment auch State of the Art. Also jeder in der Medienforschung setzt auf so ein Panel, wenn es um die Zukunft geht. Der große Unterschied ist, wenn man das ganz einfach ausdrücken will, ist, dass die WFA sehr stark auf Modellierungen, Schätzungen, Annäherung setzt und wir versuchen da eher ein bisschen cleaner zu bleiben
ohne am Anfang schon zu viel zu überladen und auch zu verwässern, sondern wir setzen wirklich ganz stark auf eine relativ einfache, nachvollziehbare Messung und machen erst dann Modellierungen, wenn es absolut zwingend ist. Und so gesehen finde ich eben, die WFA ist überhaupt keine Konkurrenz zu uns oder wir nicht zu Ihnen, sondern wir orientieren uns auch beide an den gleichen Anforderungen. Und dann zweitens habe ich vorhin schon gesagt, das mit dem Selbstvertrauen. Ich glaube auch, dass unser Modell, das ein bisschen einfacher und nachvollziehbarer ist und in dieser Schönheit liegt eben, glaube ich, auch ein Vorteil, weil er einfacher umzusetzen ist. Man kann das schrittweise aufbauen. Und ich glaube, so wie ich auch die internationalen Kollegen höre, vielleicht können wir sogar ein Rollenvorbild für die europäischen Ansätze in diesem Sinne werden. Ihr macht das ja sehr elegant, indem ihr auf das bestehende TV-Panel setzt, das sowieso in die Online-Welt transportiert werden muss mit der Weiterentwicklung der TV-Forschung. Ja. Es wurde auch in der Vergangenheit oft über Panelgrößen diskutiert. Ist dieses Panel denn nicht zu klein, um all diese zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden? Wir kommen ja in der Fernsehforschung schon oft an die Grenzen mit den Fallzahlen. Genau, das ist bestimmt die uns am häufigsten gestellte Frage im letzten Jahr, würde ich behaupten, wenn es um das Thema ging. Aber diese Frage wird allen gestellt, wird immer gestellt. Die wird zum Beispiel eben auch im WFA-Ansatz gestellt, weil auch dort geht es um das Panel. Was hier sehr wichtig ist zu verstehen, ist die Aufgabe des Panels in so einem Gesamt-Research-Design ist ja nicht in erster Linie, dass lückenlos jeder Nutzungsakt, jeder klitzekleine Nutzungsakt mit dem Panel erfasst werden muss, sondern das Panel ist eben diese Single Source of Truth. Es stellt erstens sicher, dass wenn wir von Nutzung sprechen, dass dann effektiv Menschen dahinter liegen und dann zweitens, dass all diese Nutzung auch gerade gezogen ist, dass sie eben dem Universum entspricht und die Realität so gut wie möglich annähert. Selbstverständlich wird es da Angebote geben, die beim Panel durch die Maschen fallen. Und deshalb setzen wir ja da auch auf die sogenannte Hybridisierung. Das heißt, wir reichern den Datensatz an mit der sogenannten Zensusdaten, Vollerhebungen. Dazu gehört jetzt in der Fernsehforschung, dass wir eben die Setup-Box-Daten der TV-Distributoren mit einbeziehen und können so eine Verfünffachung des Panels erreichen. Oder in der Online-Forschung haben wir dank dem Tagging auch eine komplette Zensusmessung. Da wird jeder Nutzungsakt, der stattfindet, gemessen. Und auch so haben wir dann eine sehr, sehr granulare Abbildung auch der Online-Nutzung. Wenn das dann alles nicht reicht, sind wir auch selbstverständlich bereit, Modelle über unser eben eher sehr cleanes und einfacheres Forschungsdesign zu stürzen, nicht zu stürzen, drüber zu stülpen. Und auch so können wir dann die Granularität allgemein erhöhen. Man kann das mit einer Kalibrierung machen oder mit einem Boosting, wie wir es jetzt im Fernsehen machen. Also diese Ideen sind da, die sind im Köcher, aber für uns ist das erst der zweite Schritt, den wir dann mit dem Markt gemeinsam angehen wollen. Okay, ich sehe, ihr seid euch bewusst, dass es Konsequenzen haben kann, wie man damit umgeht. Jetzt hast du auch schon betont, dass ihr schon sehr weit seid, weiter als international. Aber was konkret habt ihr denn schon umgesetzt in der Schweiz? Das erzähle ich sehr gerne, weil die Umsetzung, das macht mir auch wirklich Spaß und ich habe Freude, darüber zu reden, wie uns der Kleinreport letzte Woche zitiert hat. Sie sagen einfach, dass sie arbeiten und das sage ich hier jetzt gerne nochmal. Also wir haben erstens unser Fernsehpanel eben umgebaut zu einem Media-Panel. Das heißt, wir haben von jedem Panelhaushalt nun quasi auch die Einwilligung, dass nicht nur Fernsehen gemessen wird, sondern auch die komplette Online-Nutzung. Dann haben wir in all diesen Haushalten das digitale Messgerät, den Focal Meter unseres Anbieters Kantar installiert.
Und wir haben nun insgesamt, das ist so ein Resultat, eine schöne Zahl, die man hier nennen kann, wir haben 9000 Online-Devices unter Messung im Panel und 2750 Big Screens, also Fernsehgeräte. Und diese Arbeit, die ist bereits abgeschlossen. Und da sind wir jetzt, waren wir wirklich schnell und sind da sehr zufrieden. Dann sind wir eben auch daran, das Media Panel auszubauen mit Non-TV-Haushalten, es so zu ergänzen. Da haben wir nun bereits 50% rekrutiert, dabei installiert und wir planen, dass bis Ende Jahr, dass wir da bei 100% sind. Ebenso, wenn wir von den Granularitätsprojekten reden, haben wir unser Panel eben verfünffacht mit einem Boosting basierend auf 100.000 Swisscom-Boxen und Boxen der UPC. Und da ist natürlich noch ganz viel Arbeit mehr dahinter. Wir haben das Modell dazu aufgestellt, wir haben die Daten erschlossen und haben für einen täglichen operativen Betrieb dieser Datenlieferung gesorgt. Dann, wenn es um die Bewegtbildnutzung online geht, haben wir 31 TV-Sender unter Messung mit ihren digitalen Plattformen. Diese Daten kann man dann ab Juni auch auswerten. Und wir haben 2 Web-TV-Anbieter ebenfalls unter Messung, wenn es um die digitale TV-Nutzung geht. Auch diese Daten werden in unserem Auswertungstool zur Verfügung stehen ab Juni. Und dann können wir auch die Nutzung von Streaming- und Videoplattformen wie YouTube, Netflix, Amazon, auch die können wir nun erfassen. Und dazu machen wir im Moment Quartalsreportings. Da kam der erste im April raus. Und zu guter Letzt Online-Forschung. Da haben wir Websites und Apps, sind wir bereits am Erfassen. Wir haben über 40 Brands unter Messung und im Juli werden wir da die erste Tranche an Daten liefern, die sogenannten Traffic-Daten. Und das war jetzt, glaube ich, alles. Ich sehe, das ist schon einiges, aus meiner Sicht aber noch nicht ganz alles. Wir hatten kürzlich ein E-Game-Event zum Thema Radio und genau. Audio. Wo wir klar gesehen haben, wohin die Nutzung geht. Die Nutzung geht weg vom klassischen Broadcast hin zu digitalen Angeboten. Die Media Pulse ist ja auch zuständig für die gesamte Radioforschung. Wo geht da die Reise hin und wie geht ihr mit der Digitalisierung im Audiobereich um? Die Radioforschung, die ist im Moment bei uns auch in der Weiterentwicklung oder es besteht ein Weiterentwicklungsprojekt dazu. Hier war aber das Briefing des Marktes ganz klar, erst einmal ein System hinzustellen, also für die lineare Forschung, das effizienter ist und dies vor allem im Sinne von Kosteneffizienz. Das sind wir jetzt am Ausarbeiten, da sind wir praktisch schon durch. Und weiter, wie du gesagt hast, ist eben die Herausforderung, die zeitversetzte digitale Radionutzung auch noch zu erfassen. Wichtig ist, digitale Radionutzung, die linear, also zeitgleich erfolgt, die erfassen wir ja bereits. Da ist die Messlücke in dem Sinn geringer als in der Fernsehforschung. Eben da sind wir jetzt auch in der Konzeptionierung. Wie gehen wir damit um? Und was dem Radiomarkt auch sehr wichtig ist, also das sind jetzt nicht Themen, die wir eben erfunden haben, sondern das haben wir gemeinsam mit dem Markt erarbeitet. Das ist, dass der Markt sehr gerne noch weitere Informationen hat, quasi zu Nutzungssituationen. Wichtigstes Beispiel ist hier die Kopfhörernutzung. Also welche Nutzung erfolgt über die Kopfhörer? Und zu diesen Themen sind wir in der Konzeptionierung und wir gehen davon aus, dass wir ab 23 auch hier eine neue, effizientere, in Absprache mit dem Markt erarbeitete Radioforschung zur Verfügung stellen dürfen und können. Vielen Dank, Tanja. Ich sehe, da läuft einiges bei euch. Sinn und Zweck dieses Videocasts heute war es, mal zu sehen, was macht die Media Pulse alles, wohin geht die Reise. Das ist aber noch nicht alles, wir möchten noch mehr von euch hören und haben bereits nächste Videocasts geplant, der nächste zum Thema online, damit wir wirklich mal konkret informiert werden, Transparenz haben, wohin geht die Online-Forschung. Ich freue mich auf den nächsten Videocast und möchte mich recht herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Vielen Dank, Tanja. Vielen Dank, Stefan.